Wir sind wieder hier im Studio, aber diesmal nicht im Jahre 2015, sondern wir sind wirklich im Jahre 2019. Ein paar Monate früher, im Sommer 2019. Denn was im Jahr 2015 begann, worüber wir gerade gesprochen hatten, fand im Sommer 2019 seine Fortsetzung. Diesmal aber mit dem wesentlichen Impuls, und jetzt lese ich es nochmal vor, von der Deutschen Gesellschaft e.V. Und gerade 2015, Sebastian, warst du noch in der Gedenkstätte Point Alpha und jetzt bist du im Prinzip Referent und Leiter der Abteilung EU-Europa bei der Deutschen Gesellschaft. Da müssen wir bitte kurz erklären, dass jetzt zu Hause an den Fernsehbildschirmen nicht die Stirn die ganze Zeit gerutzelt wird. Deutsche Gesellschaft, was machst du da? Also erstmal, wir sind ein gemeinnütziger Verein, überparteilich, der älteste deutsch-deutsche Verein, 1990 gegründet. Und wir sind in der Bildungsarbeit tätig und wir haben das Ziel, Menschen in Ost und West, aber auch in Europa zusammenzubringen, verschiedene Formen zu schaffen, damit sich Menschen begegnen können, sich austauschen können zu aktuellen Themen, zu historischen Themen. Auch da sind wir in verschiedenen Projekten unterwegs, probieren verschiedene Methodiken aus, um zum Beispiel auch Jugendliche an historische Themen heranzuführen. Genau. Also so ganz hat sich das nicht geändert, mein Tätigkeitsbereich, aber der historische Ort fehlt. Genau. Aber die Erfahrung von 2015 hatte ich dann wieder nach Thüringen und nach Hessen und nach Bayern, nach Niedersachsen sozusagen verschlagen. Denn alte Kontakte soll man ja auch pflegen, denn das Thema, und das hatten wir vor den Filmen ja auch gerade nochmal neu, das Thema bleibt ja. Wir sind im 30. Jahr der Friedlichen Revolution. Die Grenze, die Beziehungen Ost und West werden ganz neu gemischt, wird ganz neu diskutiert alles. Und dann entstand so die Idee für ein, ich sage jetzt mal, Alltag im Sperrgebiet, Alltag im Grenzgebiet. Da tauchten plötzlich zwei Begriffe für dieses neue Projekt auf, das ihr initiieren wolltet. Also der Impuls kam in der Tat von uns, aber auch vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder, dem Ostbeauftragten auch umgangssprachlich. Und wir wollten in der Tat anlässlich 30 Jahren Grenzöffnung, den Jugendliche, glaube ich, sehr intensiv wahrnehmen werden, jetzt auch in diesem Herbst, wollten wir nochmal einen Impuls setzen. Wir wollten auch nochmal Regionalgeschichte untersuchen. Wir wollten auch Jugendliche in Kontakt bringen. Und ja, in der Tat, ich kannte sie aus persönlichem Erleben noch, die Vorzüge auch der medienpädagogischen Arbeit am historischen Ort. Und uns erschien das auch in der Tat, auch 30 Jahre, auch 5 Jahre später, ein sehr probates Mittel, um uns erneut mit schwierigen historischen Themen zu beschäftigen. Aber auch Jugendliche dabei zu unterstützen, die Jubiläumsfeierlichkeiten einzuordnen, die dieses Jahr stattfinden. Und mit diesem Anspruch steigt natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Das heißt, die Organisation war unglaublich größer. Es waren mehrere Landesmedienanstalten beteiligt. Es waren mehrere Grenzorte beteiligt. Wie ist dann die Auswahl erfolgt? Musste man sich bei euch bewerben? Habt ihr euch Partner vor Ort gesucht? Also wir haben relativ schnell sozusagen als Partner gefunden die Landesmedienanstalten aus Hessen, Thüringen, Bayern und Niedersachsen. Und wir haben vor allem auch nochmal in der Auswahl der historischen Orte, die haben wir angesprochen als Deutsche Gesellschaft e.V., angesprochen und wollten vor allem auch historische Orte auswählen, die nochmal unterschiedlich sind. Über Point Alpha haben wir schon viel gesprochen, aber auch die Geschichte von Mödlareuth beispielsweise, Little Berlin, also ein Dorf, das selbst eingezäunt war, wo eine Mauer durchlief. Auch die Geschichte des Grenzlandmuseums Teistungen ist ganz eigen. Wir wollten also tatsächlich nochmal den Versuch wagen, Grenzregime, Grenze und die Bedeutung für die Menschen auch im Alltag, westlich und östlich der Grenze, auch nochmal im Grenzverlauf uns insgesamt anzuschauen und zu gucken, wie unterschiedlich sah Grenze überhaupt aus. Das heißt, der Anspruch war hier ein bisschen eher der Blick nochmal sozusagen aus sozusagen Bundesebene, sozusagen auf den gesamten Grenzverlauf tatsächlich, und zu gucken, wo liegen Unterschiede und Gemeinsamkeiten und wie hat sich das auf den Alltag der Menschen ausgewirkt. Und Jürgen, du hast gesagt, 2015 habt ihr so 4 Themenbereiche vorgegeben und diesmal war so ein ganz offener Ansatz so ein bisschen geplant. Die Jugendlichen sollten sich vor Ort selber ihr Thema suchen, stellt einen ja auch ein bisschen vor eine Herausforderung, die man nicht kennt. Ja, aber in dem Fall ist es gut, auch Sachen auszuprobieren. Alles hat Vor- und Nachteile. Hier war es ja jetzt so, dass wir gesagt haben, wir sind 5 Tage am historischen Ort und die ersten beiden Tage waren sozusagen die gedenkstättenpädagogische Einführung in das Thema. 2 Tage, das war auch gut, da kommt eine ganze Menge rüber und dann ging es sozusagen erst in die Filmarbeit. Das heißt, die Jugendlichen hatten jetzt keine Einführungsphase, irgendwie eine Zeit, die dazwischen lag, sondern die sind sozusagen von einer Minute auf die andere dann plötzlich dann jetzt
drehen wir einen Film. Und da kommen natürlich ganz andere Ideen. Da kommen nicht unbedingt Themen, da kommen eher so Genres. Ne? Machen wir so ein Videotutorial, machen wir eine Dokumentation. Dann haben wir eben die 3 Tage, was natürlich auch weniger ist, als wir bei dem ersten Projekt noch hatten, die 3 Tage dann intensiv gefilmt, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass die Filme einen Tick kürzer geworden sind. Aber manchmal liegt ja auch in der Kürze die Würze. Genau, absolut. Sebastian hat es gesagt, es gab so unterschiedliche Themenschwerpunkte, deswegen auch die Orte, die so ausgewählt wurden. Jetzt haben wir aber trotzdem so ein bisschen Alltag im Sperrgebiet, Alltag im Grenzgebiet. Jetzt müsste man wahrscheinlich groß erklären, weil Sperrgebiet gab es auf der einen Seite nicht. Ne? Genau. Wie war das irgendwie ein Problem, das zu thematisieren? Oder, weil man kommt doch ein bisschen durcheinander. Ne? Grenzgebiet ist so ein Begriff, aber Sperrgebiet ist doch schon mal ganz spezielles. Ja. Gab es nur in der DDR. Genau, das war eine ganz einfache Geschichte, lässt sich ganz kurz erzählen. Der Antrag wurde mit dem Namen Alltag im Sperrgebiet gestellt und da war der Schwerpunkt auch sehr viel stärker auf sozusagen die ostdeutsche Perspektive und dann haben wir in Gesprächen immer wieder weiterentwickelt, dass man sagt, okay, es ist eine Begegnungsfahrt, wir müssen auch die andere Perspektive nehmen, also würde das Wort Grenzgebiet eigentlich sozusagen nochmal stärker beide Perspektiven bedienen. Leider war das so, dass der Name war irgendwie schon festgeschrieben durch den Antrag und deswegen sind wir sozusagen nie aus dem Ding rausgekommen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Aber wie gesagt, die Option zu sagen, wir nennen das Grenzgebiet immer da, wo es nicht einen offiziellen Rahmen hat, war uns wichtig, um tatsächlich deutlich zu machen, dass es ein Projekt von beiden Perspektiven ist. Es ist natürlich ganz spannend. Wir haben gerade über das Jahr 2015 gesprochen, hatten da auch schon Flucht und Grenze. Jetzt gibt es wieder das Thema Grenze. Vielleicht mit Flucht werden wir dann noch mal kurz besprechen, welche Themen dann die Jugendlichen gefunden haben. Ist es noch wichtig? War es wichtig? Habt ihr Unterschiede festgestellt? Andere Blickweisen? Es waren 4 Jahre vergangen. Andere Jugendliche? Sind es dieselben Fragen wieder gewesen, die die Jugendlichen 2015 schon hatten? Ja, tatsächlich. Das Spannende, glaube ich, auch in diesem Jahr, übrigens nicht nur durch die Jubiläumsfeierlichkeiten bedingt, durch 30 Jahre Mauerfall, ist, dass wir wieder relativ viele Ost-West-Themen diskutieren. Abschaffung, Solidaritätszuschlag, aber ich glaube, das ist nicht das, was die Jugendlichen direkt jetzt erstmal betrifft, aber eben auch, wie wählt man eigentlich in Ost- und Westdeutschland? Es gibt Diskussionen, wird in den neuen Bundesländern, wo wir jetzt viele Wahlen hatten, anders gewählt. Das heißt, wir haben tatsächlich wieder relativ viele Ost-West-Themen auf dem Tableau. Fühlt man sich abgehängt im Osten? Also, und ich glaube, wir haben tatsächlich die Notwendigkeit, auch Jugendliche, ich denke, da hast du mit deiner Frage nicht ganz unrecht, man darf diesen Ost-West-Aspekt nicht überstrapazieren. Es ist in der Tat ein Narrativ, das so ein bisschen von der Elterngeneration kommt. Aber wir möchten Jugendliche unterstützen, eben auch aktuelle gesellschaftliche Fragen besser zu verstehen, einzuordnen und vor allem auch daran teilhaben zu können. Und da, glaube ich, gibt es gerade in diesem Jahr wieder relativ viele Ost-West-Diskussionen, wo Jugendliche unbedingt einbezogen werden müssen. Und das Projekt kann dazu sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten. Deswegen ist es nach wie vor wichtig. Ich glaube, 4 Jahre ist keine lange Zeit. Ich glaube, da verändert sich tatsächlich nicht so viel in der Betrachtungsweise. Aber auch hier, es gab erneut einen Dialog zwischen den Generationen. Die Jugendlichen haben erneut gesprochen mit ihren Eltern, Großeltern, mit den Zeitzeugen, haben erneut Rückschlüsse ziehen können. Was heißt das für ihr eigenes Leben, für den Ort, wo sie gerade leben? Wir hatten auch viele Schulen, es war auch hier ein Austauschprojekt zwischen alten und neuen Bundesländern, viele Schulen auch im unmittelbaren Grenzgebiet, also mit einem total sozusagen offensichtlichen regionalen Bezug zur Grenze. Und ich glaube, diese Themen müssen auch 30 Jahre später sozusagen debattiert werden, denn sie liegen auf dem Tisch. Sie sind da. Wir werden uns ja die Beiträge auch gleich nochmal alle anschauen. Interessant ist ja, dass mehrere Bundesländer sozusagen auch in ihrer Sozialisation und ihrem Blick auf die Grenze, Bayern, Hessen, Niedersachsen, auf der anderen Seite natürlich nur Thüringen. Ne? Mhm. Aber selbst da gibt es ja, wer mehr im Fränkischen geprägt ist, hat einen anderen Zugang als wer zu Rhön geprägt ist. Habt ihr da was feststellen können? Du warst ja diesmal in Mittelreuth und nicht in Point Alpha unterwegs. Ja. Das ist ja für dich auch ein anderer sozusagen kultureller Kreis gewesen. Also das war tatsächlich so, dass ich aus der Erfahrung aus 2015, wo ich mit den Jugendlichen noch ganz viel über Inhalte, also über Fakten sprechen musste, ich in Mittelreuth ganz viel gelernt habe. Also weil die waren alle so dicht dran, die haben alle ihre Geschichten gehabt, die waren alle mit ihren Eltern im Gespräch gewesen. Die haben auch alle so ihren ganz persönlichen Blick nach drüben
zu jeder Seite hin. Also ich fand das war super spannend, das dort zu erleben, und die waren einfach anders vorbereitet. Ich finde, die waren auch einen Tick älter. Ne? Und ich glaube, das hat einfach schon... Müssen wir mal sagen, welche Altersgruppe, von welcher Altersgruppe sprechen wir jetzt? Die waren so 10. Klasse. Ne? Die 10. Wurden, Klasse. Also die anderen waren ja 8., 9., die waren schon 10. Klasse. Und da merkte man, dass einfach schon, ich sag mal, so ein sensiblerer Zugang da war, dass sie ein bisschen mehr auch geguckt haben, ich sag mal so, ein bisschen mehr Background-Wissen hatten. Das wäre nämlich die nächste Frage schon gewesen, die mir auf dazu gelegt. Machen solche Projekte Sinn? Also wenn ich jetzt das Alter höre, ist so eine Erfahrung, dass man sagt, lieber Jugendliche, die schon etwas älter sind mit dem Thema, oder ist es, wenn man an 2015 zurückdenkt, wo es eine 8. und 9. Klasse war, ab wann machten die so Sinn, oder ist diese Frage falsch gestellt, weil man die so nicht beantworten kann? Also wie ich eingangs ja schon sagte, kommt immer ein bisschen drauf an, wie die vorbereitet sind, und dann liegt es natürlich auch an den Medienpädagogen. Also du kannst ja Themen ganz anders runterbrechen, ganz anders darstellen. Also letztendlich könnte man so ein Thema Grenze, Thema wie ist so ein Sperrgebiet aufgebaut, dieser 5-Kilometer-Streifen auf DDR-Seite, könnte man im Prinzip auch mit 6-Klässlern in Form eines Trickfilms durchaus auch umsetzen. Also Möglichkeiten gibt es da schon. Ich glaube, es definiert sich dann auch, was man am Ende raushaben möchte. Mhm. Also man hat immer eine intensive Auseinandersetzung auf dem Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes oder des Jugendlichen sozusagen, des Backgrounds. Insofern ist es schon so, dass... Aber ihr als Initiativgeber habt ja dann auch ein bisschen so... Ihr wusstet ja nicht, was rauskommt. Es war ja nur so, ihr habt euch oft getroffen, darüber gesprochen, aber am Ende, das haben wir ja gerade gehört, konnten die Jugendlichen vor Ort selbst entscheiden, welches Format, welche Chance sie nutzen und was wollen sie da reinbringen. Das ist ja schon ein bisschen eine sehr offene Herangehensweise. Absolut. Ich meine, ich war vorher bei einem vorherigen Projekt in der Situation, dass ich als historischer Ort loslassen musste. Jetzt muss man sozusagen als Dach über dem Projekt auch loslassen und ist gespannt und erhofft sich natürlich, dass am Ende auch mit der Geschichte auch verantwortungsvoll umgegangen wird. Das ist in der Tat eine große Herausforderung, dass man da auch den Jugendlichen auch den Raum gibt. Aber wir haben von Anfang an noch die Herangehensweise gehabt, dass das die Bedingung ist dafür, dass Jugendliche auch ihren Zugang zur Geschichte wählen können. Also wenn man Jugendlichen ein Angebot macht, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen und eigene Themenschwerpunkte zu setzen, dann muss man da auch die Konsequenz besitzen, das durchzuhalten. Das bezieht sich auf uns, auf den Fördergeber. Da, wenn wir ein ernsthaftes Interesse daran haben wollen, mit Jugendlichen in ein Gespräch zu kommen über ihre Perspektive auf die Geschichte, müssen wir ein offenes Format anbieten. Wenn wir Rückschlüsse ziehen wollen auf die Perspektive von Jugendlichen auf 30 Jahre Grenzöffnung, dann müssen wir Jugendlichen die Chance geben, auch eigene Schwerpunkte zu setzen. Dabei sind sie trotzdem gedenkstättenpädagogisch auch diesmal vor Ort begleitet worden, medienpädagogisch, sodass tatsächlich auch die Kreativität gefördert wurde, aber gleichzeitig auch natürlich geguckt wurde, dass die Sachen auch historisch richtig dargestellt werden. Genau. Ja, und jetzt haben wir ein kleines... Ganz gut. Ja. Das war nicht so witzig, weil es sagte eine Teilnehmerin in Teilstunde und sagte, die DDR ist so weit weg wie der Nationalsozialismus. Das, wo ich sage, und dieses Gefühl, den sozusagen Raum zu geben und zu sagen, okay, oder andersrum, für uns der Auftrag zu sagen, wenn Jugendliche von heute das sagen, dass es ihnen genauso weit weg ist wie der Nationalsozialismus, wie groß ist dann die Aufgabe zu sagen, genau da einzuhaken und das immer wieder zum Thema zu machen. Ein wichtiges Ziel zum Beispiel ist auch von uns bei einem solchen Projekt, wir überlegen ja ständig, wie wir Relevanz herstellen können von historischen Themen, die in der Tat für die Jugendlichen nicht immer im Alltag eine ganz große Rolle spielen. Und wie bekommen wir diese Relevanz hin? Und wir können über so ein Projekt eben auch Jugendliche erreichen, die vielleicht gar nicht so sehr historisch interessiert sind, die einfach mal Lust haben, einen Film zu drehen, zu schneiden, die sozusagen über diese Ebene eben auch zu erreichen sind, die vielleicht gar nicht so sehr an der Geschichte des Zeitzeugen interessiert sind, ursprünglich, aber einfach mal Lust haben, ein Gespräch zu führen, ein Gespräch vorzubereiten und darüber ein Interesse zu wecken, Empathie zu empfinden für die Geschichte des Zeitzeugen. Und da, glaube ich, eröffnen wir verschiedene Zugänge auch für auch Jugendliche, die am Anfang gar nicht so sehr ein historisches Interesse haben. Solche Projekte haben ein bisschen Modellcharakter. Ne? Organisator, egal ob nun Geiser oder jetzt dieses Projekt, gibt so eine bestimmte Struktur. Da muss man es ein bisschen runterbrechen und sagen, wenn jetzt uns ein Lehrer zuguckt oder ein Sozialarbeiter oder auch Jugendliche sagen, oh, cool, was die gemacht haben, muss ich auch mal machen. Wie kann man sowas runterbrechen? Was ist dann so die Quintessenz, wo man sagt, es ist gar nicht die große Struktur notwendig, aber ihr könnt
Was tun? Ja, also viele Lehrer denken ja, dass sie für so ein Projekt, wenn sie jetzt nur sagen, sie wollen mal mit ihren Schülern Zeitzeugeninterview aufzeichnen, dass sie unglaublich viel mit Technik sich auseinandersetzen müssten. Dem ist zum einen nicht so und zum anderen kriegen die Jugendlichen das relativ schnell hin. Und die Lehrer verkennen häufig, dass sie ja auch die Experten sind. Ja, die sind sozusagen die Menschen, die die Schüler fragen können, dass es historisch ordentlich dargestellt wird, dass es richtig dargestellt wird, die sind die Experten, wie man ein gutes Interview vorbereitet. Und da brauchen im Prinzip nur die Lehrer ihre Arbeit zu tun, die sie sonst auch tun. Und dann kann man durchaus auch als einzelner Lehrer mit einer Schulklasse ein kleines, kurzes Filmchen über einen Zeitzeugen machen oder auch einen historischen Ort vorstellen oder eine Ausstellung, die vielleicht gerade irgendwo in der Stadthalle läuft, aufzeichnen, dort Interviews mit Besuchern führen. Also das ist, lässt sich relativ weit runterbrechen, bis dass der Lehrer das halt auch tatsächlich alleine hinkriegt. Und wie ist es mit dem Loslassen, dass man sagt, ja, als Pädagoge will mir auch immer ein bisschen die Struktur in der Hand behalten. Jetzt haben wir gerade von Sebastian, ihr müsst auch lernen, loszulassen. Das wäre ja auch so, so ein Lernweg, den Lehrer oder Erzieher oder Pädagogen dann leisten müssten. Ja, das ist schwierig. Vertrauen in die Jugendlichen. Schwierig, also ich glaube, das liegt aber daran, dass man einfach als Lehrer sonst eine andere Aufgabe hat. Zu sagen, man geht in die Klasse, man hat erstmal für die Rahmenbedingungen zu sorgen, Ruhe, Ordnung, und dann auf einmal loszulassen. Ich glaube, dass es vielen Lehrern schwerfällt, aber dass das eine Arbeit ist, der sie das gut mal erproben können. Zumal, und das ist ja auch noch eine ganz wichtige Geschichte, wir haben darüber gesprochen, dass die natürlich mit dem Thema sich auseinandersetzen. Wir haben darüber gesprochen, dass sie natürlich auch mit der Technik, also wie drücke ich mich aus mit dem Medium Film. Aber es sind natürlich noch ganz viele andere Aspekte, die wichtig sind. Das sind soziale Kompetenzen, die arbeiten im Team, die müssen sich aufeinander verlassen können. Also all diese Dinge, wo man heute sagt, ach, die Jugendlichen, die gucken nur aufs Handy, die sind nur an der Playstation. Man muss ihnen halt auch Alternativen bieten. Ja, also das muss man im Prinzip auch Erwachsenen. Also manchmal wünsche ich mir auch Erwachsenen mal die Perspektive zu geben, mal selber einen guten Film zu produzieren und nicht ständig irgendwelche Katzenvideos zu posten. Also diese Alternative zu geben, da ist einfach noch viel mehr miteinander verbunden. Und das zeichnet halt in der Gesamtheit so ein Projekt einfach nochmal aus. Wir müssen leider auch aus Zeitgründen ein bisschen zur Perspektive vielleicht kommen, Resümee kann man schlecht ziehen, das ist ja alles im Fluss, wurde auch gerade gesagt, das ist ja alles wieder aktuell, ne? Aber wenn man, so, anfangs habe ich gesagt, 30 Jahre Friedliche Revolution, nächstes Jahr haben wir so 2020, 30 Jahre Deutsche Einheit. Wie lange brauchen wir denn noch diese sozusagen innerdeutschen Begegnungen, wo sich Schülerinnen und Schüler, auch Medienpädagogen, Medienpädagoginnen aus unterschiedlichen Sozialisationen begegnen? Ist das nicht irgendwann sozusagen beendet? Oder wie ist eure Einschätzung? Ihr habt jetzt so 2015, 2019, 2024 das nächste? Oder sagt man dann, na, eigentlich ist die Grundlage jetzt so, dass die von selbst... Also nein, glaube ich nicht. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns natürlich nicht nur an den Jubiläumsjahren entlang hangeln, auch nächstes Jahr 30 Jahre Deutsche Einheit, aber danach soll es ja auch noch weitergehen tatsächlich. Aber nein, tatsächlich, die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist hier nicht vorbei. Es wird auch eine weitere Generation geben, die nochmal die Aufgabe hat, Fragen an die Geschichte zu stellen, die andere Fragen an die Geschichte stellt. Die Gedenkstätten werden sich perspektivisch auch Gedanken machen müssen, wie sie sich verändern, wenn sie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr zur Verfügung haben oder viele Zeitzeugen nicht mehr zur Verfügung stehen, auch aus den Anfangsjahren der DDR. Also das heißt auch tatsächlich, solche Projekte haben auch einen dokumentarischen Wert, auch einen historischen Wert tatsächlich. Und nein, ich glaube, solange sozusagen aus der Geschichte heraus gesellschaftliche Kontroversen entstehen und die sind da, glaube ich, ist es wichtig, tatsächlich Jugendliche teilhaben zu lassen, Jugendliche die Chance zu geben, ihre eigene Perspektive einzubringen. Ich sehe diesen Punkt nicht, wann das irgendwann enden soll und wann wir irgendwann das Gefühl haben können, jetzt haben wir ausreichend darüber informiert. Zumal offen gestanden das Thema DDR auch im Schulunterricht häufig nicht den ausreichenden Platz auch hat. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen gesagt, die Schüler aus Baunatal wussten relativ wenig über die DDR. Wie war es jetzt? Die waren relativ gut vorbereitet. So, also da gab es das schon im Unterricht bei allen Klassen, wenn ich das so richtig überblicke.
Aber das ist ja auch ganz unterschiedlich. Das hängt auch immer ein bisschen von den Lehrern ab. Es gibt halt welche, die machen halt Französische Revolution gerne 5 Jahre und machen dann den Rest relativ schnell. Aber es gibt welche, die fangen auch eher bei Europa und der Nachkriegszeit an. Das ist immer ganz unterschiedlich. Was spricht dafür, dass man als Landesmedienanstalt, als Medienpädagoge, auch dieses Thema immer weiter neu anbietet? Was spricht da dafür? Du könntest ja jetzt sagen, 2015, 2009, wir haben es jetzt zweimal gemacht, Erfahrungen sind ähnlich, wir haben wieder, die Schüler haben wieder viele Zeitzeugen, aus historischen Gründen ist das schon mal gut für die Gedenkstätten, die können damit arbeiten, die Schüler haben eine Erfahrung gemacht. Also sagen wir so, Medienpädagogik definiert sich ja auch immer sehr lebensweltorientiert. Und solange die Teilung sozusagen, wie Sebastian gesagt hat, die Teilung auch immer noch in der Lebenswelt von Kindern oder Jugendlichen auftaucht, eine Rolle spielt, oder so, selbst wenn der historische Akt sozusagen nicht mehr sozusagen, die Schatten immer länger werden, sozusagen, solange es noch Schatten gibt, wird es so sein, dass es immer auch wieder ein Thema sein wird für Medienpädagogik zu sagen, das ist Teil eurer Lebenswelt, und das muss, da geben wir euch Angebote, um das medienpädagogisch aufzubereiten. Man muss natürlich gucken, und das, da muss man kritisch dann auch irgendwie immer hinterfragen, ist es dann so, wenn man sagt, also die Frage stelle ich mir durchaus, wenn man als Erwachsener immer wieder meint, dieses Thema anbieten zu müssen, ob man dann nicht auch irgendwann in Gefahr läuft, quasi Konflikte oder Grenzen aufzumachen, die die Schüler schon gar nicht mehr im Kopf haben, sozusagen. Ne? Also eine Trennung, zu sagen, wir machen ein Projekt mit Ost-West, mit Begegnungen und so, und die dann sagen, ja, wie jetzt, warum sollen wir uns mit den Thüringern treffen? Das ist doch alles irgendwie, wir sind doch jetzt eins. Ne? Das heißt also, da muss man sich dann wirklich kritisch hinterfragen, wann ist der Moment, dass man sagt, man bringt so diese Grenze, die man selbst noch im Kopf hat, in Köpfe, die diese Grenzen schon längst überwunden haben. Diese Frage können wir ja vielleicht nächste Woche in unserer Sendung tiefer mal beleuchten, denn wir sehen uns ja nächste Woche wieder zu einem ähnlichen Thema. Also das Thema ist nicht ganz abgeschlossen. Jetzt wollen wir Ihnen aber zu Hause erstmal die Gelegenheit geben, die entstandenen Beiträge. Und wir haben ja von mehreren Landesmedienanstalten, von mehreren Bundesländern gesprochen. Wir haben von 3 historischen Orten gesprochen, an denen sich die Kinder und Jugendlichen getroffen haben. Es sind also eine ganze Menge kleine, kurze Beiträge entstanden. Und ja, wir können Ihnen jetzt nur mit auf den Weg geben, schauen Sie sich das an und nehmen Sie einfach mal so ein Handy in die Hand, ganz einfach, und interviewen Sie Ihre eigene Mutter, Ihren eigenen Vater, Ihr Kinder, interviewt Eure Eltern. Das ist schon der erste Anfang, um ein kleines Zeitzeugengespräch auf den Weg zu kriegen. Ich danke, dass ihr hier wart, dass wir darüber gesprochen haben. Und so wie ich es jetzt rausgehört habe, die Projekte werden auf alle Fälle weitergehen, nicht an den Jahrestagen orientiert, sondern verstetigt im Gespräch bleiben. Und wenn es das solche Projekte leisten können, dann haben wir schon viel gewonnen. Wir verabschieden uns jetzt von Ihnen aus dieser Sendung, wünsche Ihnen zu Hause natürlich alles Gute und genießen Sie im Jahre 2020 die deutsche Einheit, denn das ist ja etwas, was wir uns alle und was wir auch den jungen Leuten mit auf den Weg geben. Es ist nichts ohne Freiheit und es ist nichts ohne Demokratie. Auf Wiedersehen. Das ist Anne. Anne hat vom Jubiläum anlässlich des 30-jährigen Mauerfalls gehört. Ihre Großeltern lebten in der DDR. Anne fragt sie, wie ihr Alltag in der DDR aussah. Ihre Großeltern erzählen ihr, dass sie im Eichsfeld wohnten. Ihr Dorf befand sich im grenznahen Sperrgebiet. Das ist ein 5 Kilometer langer Streifen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Auflagen und Verbote beeinflussten den Alltag der dort lebenden Menschen sehr. Annes Opa lebte in einem kleinen Dorf auf einem Bauernhof, so wie es in dem landwirtschaftlich geprägten Sperrgebiet oft vorkam. Um sich im Sperrgebiet zu bewegen, war ein Passierschein nötig, den aber nur die Familien selbst und Verwandte ersten Grades bekamen. Doch auch diese bekamen ihn nur zu ganz besonderen Anlässen. Der Passierschein musste 6 Wochen vorher beantragt werden. Spontane Besuche waren so nicht möglich. Das Eichsfeld unterschied sich von der DDR auch durch seine starke religiöse Prägung. Es kam zu einer Abgrenzung vom Rest der DDR. Diese beeinflusste auch den Alltag der Menschen. Ab Sonnenuntergang begann die Sperrstunde. Das heißt, niemand durfte danach mehr draußen unterwegs sein. Auch Gaststätten und Hotels mussten geschlossen werden. Das Sperrgebiet verließen Annes Großeltern nicht oft. Für Kinder boten sich die einzigen Möglichkeiten in den Ferien und bei Arztbesuchen.
Geschäfte im Ort verkauften alles, was die Bewohner zum Leben brauchten. Der Schulalltag war dem im Rest der DDR sehr ähnlich. Jeden Montag gab es einen Fahnenappell und morgens eine Begrüßungszeremonie. Das sollte zum Gemeinschaftsgefühl beitragen. Passten die Eltern nicht ins System, hatte das Kind schulische Nachteile und konnte seine beruflichen Traumziele oft nicht verfolgen. Trotzdem waren die Kinder mit ihrem Leben zufrieden. Sie kannten durch die Abgrenzung auch kein anderes. Sie verbrachten ihre Nachmittage in der Natur, beim Theater oder auf der Kirmes. Dazu gab es zahlreiche Freizeitangebote der Jungpioniere und der FDJ, der Kinder- und Jugendorganisation der DDR. Manche, wie Annes Opa, mussten auch in der Landwirtschaft ihrer Eltern helfen. Mit der Lehre verließen die Jugendlichen immer öfter ihre Dörfer, um zur Berufsschule zu gehen. Man fand neue Freunde, auch aus anderen Gebieten. Diese konnten aber nie mit nach Hause gebracht werden, weil im Sperrgebiet strenge Kontrollen herrschten und die Freunde keinen Passierschein bekamen. Bei Regelverstößen mussten auch Familienangehörige die Konsequenzen tragen. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden die Nachteile ihres Lebens im Sperrgebiet nun klar. Familien mit Privatbesitz wurden sozial benachteiligt, so auch Annes Oma, die im Dorf einen eigenen Lebensmittelladen hatte, wo sie Produkte aus ihrer Landwirtschaft verkaufte. Privatbesitz war in der DDR nicht gerne gesehen. Deswegen wurden viele Läden geschlossen und in Konsumläden umgewandelt, die im Staatsbesitz waren. Landwirte wie Annes Opa durften auch kein eigenes Land mehr haben. Stattdessen sollten sie sich mit anderen Landwirten zu sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, kurz LPGs, zusammenschließen. Zu den LPGs gab es geteilte Meinungen. Einige Kleinbauern waren für sie und sahen es als Möglichkeit zur Teilung von Arbeit. Großbauern waren oft dagegen und wollten ihr Land, ihren Hof und ihr Vieh behalten. Landwirte, die sich weigerten, wurden zum Eintritt in die LPGs gezwungen oder sogar zwangsumgesiedelt. Viele Menschen waren mit dem Leben in der DDR sehr unzufrieden, auch Annes Großeltern, und dachten an eine Flucht. Einige setzten sie auch in die Tat um. In Annes Familie floh zuerst Oma Sieglinde. Daraufhin untersuchte die Staatssicherheit, kurz Stasi, die Flucht. Annes Opa und seine Kinder mussten Briefe schreiben, um die Oma zurückzuholen. Irgendwann floh Opa Hans dann mit seinen Kindern in einer riskanten Nacht- und Nebelaktion. Es war zunächst ungewiss, ob die Familie sich wieder treffen würde oder ob Oma Sieglinde in der Zwischenzeit in die DDR zurückgekehrt war. Doch die Familie traf sich in Duderstadt wieder und kam erst nach der Wiedervereinigung im Jahre 1990 in ihre alte Heimat zurück. Anne bedankt sich bei ihren Großeltern für die spannende Geschichte und sieht ihre Heimat nun mit anderen Augen. So, guten Tag, Herr Schulze. Erstmal willkommen in der BRD. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Okay, fangen wir an. Was hat Sie denn zu der Flucht bewogen? Ich wohnte im Sperrgebiet und meine Freunde konnten mich einfach nicht besuchen kommen, weil sie keinen Passierschein bekommen haben. Ich wollte Bäcker werden, aber das ging nicht, weil im Sperrgebiet früh kein Bus fuhr. Und es gab auch noch so einen Grund, dass ich auch raus möchte, also nach Amerika. Aber es ging nur im Osten und es war sehr teuer. Ich fühlte mich sehr eingesperrt. Die wollten bestimmen, was ich mache. In Ordnung. Wie haben Sie denn das überhaupt mit der Flucht zugemacht? Also ich habe erst mal ein paar Soldaten in der Kneipe getroffen. Ich hatte sehr gute Kontakte zu denen und deshalb wusste ich die Wachzeiten, wie es ungefähr bei der Grenze aussah, wo die Minen waren, und das hat mir sehr geholfen. Ich habe dann eine Leiter einfach geklaut. Es scheint denen wohl nicht aufgefallen zu sein.
Ich hatte ziemlich Angst gehabt, dass sie mich erwischen. Das haben sie jetzt aber nicht. Und dann bin ich über die Grenze. Bin so schnell wie möglich zum nächsten Ort gegangen und habe einfach am ersten Haus geklingelt. Da brannte Licht, ich dachte, da wäre jemand da. Dann kam so eine Frau raus. Ich habe ihr gesagt, ja, ich bin gerade geflohen, und sie hat mir erstmal Kaffee und etwas zum Essen gegeben. Genau, da haben wir sie dann ja auch später abgeholt. Ja, dann wären wir eigentlich erstmal durch. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner mit Ihnen noch mal reden wollen, aber wir wären fürs Erste fertig. Danke. Ja, mein Name ist Klaus Tiller. Ich bin geboren am 29. Juli, habe halt Geburtstag, 1944. Das Eigenartige war bei mir, ich habe von Anfang an schon in den ersten Klassen gemerkt und gespürt, dass die sogenannte DDR ein Unrechtsstaat war und ist. Schon meine Mutter war auch katholisch, hat mich auch katholisch erzogen. Bin mit ihr in die Kirche gegangen als Kind. Macht man das ja normalerweise, was die Eltern sagen. So, und weil ich in die Kirche gegangen bin, war ich von Anfang an ein Staatsfeind. Also kam studieren konnte ich auch nicht, weil Voraussetzung war 3 Jahre Armee. Das wollte ich auch nicht in der DDR-Armee. Also gab es für mich keine Möglichkeiten, irgendein Beruf zu erlernen. Dann gab sich die Möglichkeit, bei der katholischen Kirche, bei der Caritas, den Beruf eines Sozialarbeiters zu lernen, zu studieren. Und das habe ich auch nachher gemacht. Also war insofern mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich war von dem DDR-Staat unabhängig. Wir haben immer als in unserem Bekanntenkreis gesagt, wir möchten einmal von Geisar in Thüringen nach Rahsdorf in Hessen. Da war ja die Grenze dazwischen, und dort Kaffee trinken. Wir haben dort die Glocken läuten gehört, wir haben die Autos fahren sehen, haben wir gedacht, wir wollen doch einmal mit den Leuten dort sprechen, die kennenlernen. Aber das war ja durch die Grenze nicht möglich, das Gegenteil war der Fall. Was wäre passiert? Wir wären erschossen worden.
Das muss man sich mal vorstellen. Nur um einige Beispiele zu nennen, wie das Leben im Sperrgebiet auch jetzt für alle und auch für mich jetzt belastend war. Und ich bin ständig an dem Zaun hin und her und da war die Welt für mich zu Ende. Ich war eingesperrt in einem großen Gefängnis. Und das war im Grunde genommen das Schlimmste, was mir passieren konnte. Also Angst war ein wichtiges Merkmal der DDR-Menschen. Da gab es ja viele, viele Mittel und Möglichkeiten dieses unmenschlichen Systems, den Menschen Angst zu machen. Eine Möglichkeit war die Stasi, eine andere Möglichkeit war, Menschen einfach aus dem Sperrgebiet auszusiedeln. Es gab ja viele, viele Menschen, die einfach von heute auf morgen ihr Haus und ihr Hof und ihre Heimat verlassen mussten. Und das hat den Menschen Angst gemacht. Also Ihre Stasi-Akte haben Sie dann auch später eingesehen? Nach der Wende ja, konnte ich die Stasi-Akte konnte ich ja einsehen. So, das war sehr, sehr interessant für mich. Also es war jetzt nicht so erschütternd wie für manche. Also insofern, dass ich gestaunt habe, ich dachte schon, ich weiß über die Stasi Bescheid, aber die waren ja so intelligent, dass sie selbst mich reingelegt haben, dass ich ein Stasi-Mitarbeiter, einen inoffiziellen Mitarbeiter aus dem Westen hatte. Das war schon eigenartig. Aber auf der anderen Seite hatte ich wieder einen Stasi-Mitarbeiter bei der Stasi, der mich über die Stasi informiert hat. Wenn es wieder kritisch wurde, wenn ich wieder was zu viel gesagt hatte, hat er über eine dritte Person gesagt, ich soll wieder ein bisschen vorsichtig sein, es wird wieder kritisch. Und von daher war ich auch in gewisser Weise, solche Menschen gab es auch bei der Stasi. Die mich danach wieder geschützt haben. Sie haben ja damals auch 1989 10 Forderungen an den Staat gestellt und haben diese Forderungen an die Kirchentür genagelt. Haben Sie sich da so ein bisschen von Martin Luther 1517 inspirieren lassen? Ja, ganz genau. Das hat ja. Also Martin Luther ging ja ein großes Risiko ein mit seinen Thesen. Es waren 95 Thesen, die er an die Kirchentür in Wittenberg genagelt hat. So, und wie nachher die Montagsdemonstrationen immer mehr wurden, da haben wir uns gesagt, wir müssen uns erstmal jetzt zusammensetzen und überlegen, was wollen wir überhaupt, erreichen. Da haben wir uns zusammengesetzt und haben diese 10 Forderungen aufgestellt. Und um was ging es so in diesen Forderungen? Was haben Sie an den Staat gefordert? Na, das Wichtigste jetzt für die Menschen hier war, dass das Sperrgebiet wegkommt, dass diese Unterdrückung im Sperrgebiet und dieses Sperrgebiet aufgelöst wird. Ein zweiter Punkt war Reisefreiheit, dass die Leute nicht mehr, was ich ja auch empfunden habe, jetzt dorthin fahren und reisen konnten, wohin sie wollen, ohne staatliche Genehmigung. Und würden Sie sagen, dass sich Ihre Forderungen nach 1989 erfüllt haben? Die haben sich zu 100% haben die sich alle erfüllt, ja. Und da muss ich wirklich sagen, dass ich froh bin, seit 30 Jahren. Ich kann hier den Unterschied merklicher von einer Diktatur in eine Demokratie. Und das schon seit 30 Jahren. Also sind alle meine Forderungen, die Forderungen der Menschen hier in Geisa und Umgebung sind erfüllt worden. Und da bin ich froh, dass ich das noch erlebt habe, was ich mir hätte nie vorstellen können. Und von daher kann ich nicht verstehen, wenn heute viele, viele sagen, nostalgisch, in der DDR war es ja gar nicht so schlecht. Mit mir dürfen sie sowas nicht sagen. Aber was nachher wirklich, das habe ich ja erst nach der Wende in meiner Stasi-Akte nachgelesen. Was sie alles über mich ausgefunden haben. Ich habe mal hier ein paar Kopien jetzt, also von meiner Original-Stasi-Akte. So, und da habe ich gesagt, nicht ich war der Staatsfeind, den Kommunisten nach der Wende. Habe ich gesagt, nicht ich war der Staatsfeind, ihr wart die Staatsfeinde. Mit welchem Recht habt ihr meine Post kontrolliert?
Mit welchem Recht habt ihr meine Telefongespräche kontrolliert? Mit welchem Recht habt ihr mich eingesperrt im großen Gefängnis DDR? Mit welchem Recht habt ihr mir verwehrt, von Geisa, von Thüringen nach Hessen, nach Rastorf zu gehen, dort mal Kaffee zu trinken? Ich wollte nicht nach Westen gehen. Hättet ihr mich erschossen? Durch einen Gastlektor aus Fache wurde ein Vortrag über die Wehrerziehung gehalten. Zum Ende der Diskussion meldete sich der Caritas-Beauftragte Klaus Tiller Geiser zu Wort und erklärte in provokatorischer Weise sein Nicht-Einverständnis mit der Wehrerziehung. Er sei nicht dafür, dass sein dritter Sohn Wehrerziehungsmaßnahmen an der Schule mitmacht, da er das Schießen auf andere Menschen ablehne. Tiller offenbarte eine eindeutig pazifistische Haltung. So, ja, jetzt eine charakterliche Einschätzung. Charakterlich wird T als überheblich, arrogant und unfreundlich eingeschätzt. Unter politisch progressiven Personenkreisen im Bereich des Gemeindeverbandes Geisa genießt er keinen guten Leumund. Also, ich war nicht gut zu denen. Und da war ich ganz stolz drauf. Zu denen konnte man auch nicht gut sein. Meine Verweigerung des Wehrdienstes konnte ich ja auch nicht. Ich konnte ja in der DDR nicht zum Wehrdienst gehen. Ich hatte ja zwei Brüder im Westen, die wären, wenn es zum Krieg gekommen wäre, die wären bei der Bundeswehr gewesen. Ich wäre hier bei der NVA gewesen, also habe ich den Wehrdienst verweigert. Aber ich wollte wieder nicht ins Gefängnis, habe ich den Bausoldatenwehrdienst gemacht. Und das ist hier. Was mussten Sie da machen als Bausoldat so? Ich musste einen Flugplatz bauen. Ich weiß, wie ein Flugplatz geht. Wenn Sie mich mal gefragt hätten, wäre der Berliner Flugplatz heute schon fertig. Aber mich fragt ja niemand. Die Menschen waren nicht schlecht. Die Menschen, die sind wie überall. Die sind gleich. Aber das System hat viele Menschen zu Mördern und zu Denunzianten erzogen. So, die erste und wichtigste Frage zuerst, wo sind wir hier überhaupt? Wir sind heute in Mödlareuth. Dieses Dorf kennen die meisten von euch bestimmt wegen seiner besonderen Geschichte, denn Mödlareuth wurde über 30 Jahre lang von der innerdeutschen Grenze geteilt. Mödlareuth wurde schon mehr als 100 Jahre lang geteilt, nur hatten dies die Menschen im Alltag nicht mehr gespürt. Und die innerdeutsche Grenze machte diese Teilung erst richtig sichtbar. Ja, sie wurde erst nach dem Weltkrieg gebaut. So, und aufgrund der Mauer, die durch Mödlareuth lief, wird dieses kleine Dorf auch oft Little Berlin genannt. Okay, nun zeigen wir euch jetzt ein paar Plätze in Mödlareuth. Manchmal teilen Flüsse Länder. Auch wenn diese Flüsse oft nur so klein sind wie der Tambach hier. Er teilt Bayern und Thüringen. In Mödlareuth gab es genau eine geglückte Flucht. Und nach jeder Flucht wurde die Grenze perfektioniert und ausgebaut. Am Anfang wurde als erstes ein Bretterzaun gebaut.
Das war Mitte 1952. Doch dann ging es bei einem Sturm kaputt und so wurde ein Stacheldrahtzaun im Jahre 1958 errichtet. Alltag im Grenzgebiet. Zeitzeugen erzählen. Aufwachsen und leben in der 500 Meter Sperrzone. Ja, es ist vielleicht was anderes, wenn man dort geboren wird und aufwächst. Man hat sich dann auch irgendwie dran gewöhnt, an die ganzen Kontrollen, an die ganzen Schikanen teilweise. Und ja, man ist eigentlich wenig herausgekommen, das war damals so. Heiraten in das Sperr- und Grenzgebiet. Also ich habe dann trotzdem überlegt, weil ich ja wusste, wenn ich da reinziehe, ist es nicht mehr so einfach, dass meine Eltern, meine Verwandten, meine Freundinnen und Bekannten einfach zu mir kommen können, wie sie das wollen. Es ist immer dann Thema geblieben, wir mussten ja diese Passierscheine beantragen. Dann das Abholen war immer so spannend. Ist der Passierschein genehmigt worden? Und es ist auch oft abgelehnt worden. Und also bei den Eltern war das nicht so kompliziert, aber bei Freundinnen, die also kein Verwandtschaftsverhältnis hatten, da musste man sich einen Grund überlegen, warum wollen die jetzt kommen. Ich habe vor 53 Jahren nach Müllereuth geheiratet und da war die Grenze schon. Ich bin froh, dass ich in Müllereuth wohne und ich würde auch nie woanders wohnen wollen. Das muss ich auch mal sagen. Verhältnis zu den Nachbarn. Also die Nachbarn, die man gut gekannt hat, das war eigentlich ein gutes Verhältnis. Insgesamt gesehen war eigentlich die Hilfsbereitschaft auch untereinander immer sehr groß, aber man musste schon vorsichtig sein. Man hat sich doch irgendwie immer unter Beobachtung gefühlt. Dass man eben sich schon vorsehen musste, was man sagt und zu wem, dass man schon überlegt. Doch wieder weg aus dem Sperrgebiet? Nein. Ja, und es war ja so, wir haben ja dann auch im Sperrgebiet gebaut und das war für meinen Vater schon ein Schock. Das konnte er nicht verstehen. Und als dann die Grenze aufging, das war ja für meinen Vati so ganz besonders, weil wir dann nicht mehr im Grenzgebiet wohnten, sondern mitten in Deutschland. Fluchtversuche und Grenzverletzer. Nein, da wurde nie was bekannt gegeben. Manchmal sind unsere Zöllner unten am Zaun gelaufen oder die Polizei. Und dann hatten wir mal gefragt, was ist, aber die haben nie was gesagt. Und das stand bei uns auch nie in der Zeitung. Und einmal kam unser Neffe, der hat im Hof gearbeitet. Und der kam mal und dann hat er erzählt, dass sein Arbeitskollege in Müllereuth über die Mauer geflüchtet ist. Das war das einzige Mal, wo wir da was mitgekriegt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass nachts, ich glaube gegen 12 Uhr, 1 Uhr, jemand Sturm geklingelt hat und man hat dann in unserem Hof zwei Grenzverletzer an die Wand gestellt, auf Deutsch gesagt, und man hat bei uns dann angerufen, die Grenzsoldaten und der ABV war, glaube ich, da und jedenfalls waren wir da so ein, ich sag mal, ein kurzer Aufenthaltsort, wo sie die erste Mal dort untergebracht haben, also im Hof, damit eventuell nicht von außen jemand das hat mitgekriegt. Wir mussten natürlich darüber stillschweigen, wir durften nichts verraten. Und ne, dann ist man schon erschrocken gewesen. Es wurden dann Scheinwerfer aufgestellt und die Grenzsoldaten mussten dann mit der Waffe die beaufsichtigen. Ja, aber wie das dann weiterging, das haben wir auch nie erfahren. Wie hat die Mauer auf Sie gewirkt? Ja, natürlich hat man sich dann noch mehr eingesperrt gefühlt. Schon fast wie im Gefängnis.
Aber die andere Seite war natürlich offen, ne, ins Land rein. Wir haben es halt in Kauf genommen, es war halt so, man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Gut, es sind dann auch Hunde gelaufen und also so Alarme, wo die Grenztruppen dann ausgerückt sind. Das war Alltag, ne? Man hat da gar nicht mehr hingeschaut. Ne? Naja, dass die Grenze war, das wusste ich ja. Und die Mauer, da hat man halt dann keinen Sichtkontakt mehr gehabt mit den Leuten, die was dann drüben gelaufen sind. Und naja, und die Mauer, die war dann da und die Grenze war da und da, damit musste man leben. Sagen wir mal, was wir auf der bayerischen Seite ja nicht so eingesperrt waren wie die auf der Thüringer Seite. Gab es Kontakte zu den Grenzsoldaten? Also in der Regel gab es in den 60er Jahren gute Kontakte. Also man hat sich gegrüßt. Die waren auch ein bisschen zu bedauern. Die mussten 12 Stunden Dienst machen bei Wind und Wetter. Und sie haben auch teilweise gefroren und haben sich mal in der warmen Stube da ein bisschen aufgewärmt. Aber in den 70er Jahren ist es dann etwas strenger geworden. Wahrscheinlich gab es ein strengeres Verbot. Da gab es auch eine andere Grenzsicherung, die sogenannte Bataillonssicherung, wo der Wechsel der Grenzsoldaten an der Grenze häufiger war. Konflikte im Beruf. Ja, es war ja dann zum Beispiel so, dass man immer den militärischen Nachwuchs werben musste. Als Klassenlehrer war das eine große Aufgabe, da Schüler zu gewinnen, die 3 Jahre und länger zur Armee gehen, mit den Eltern darüber zu reden. Und eigentlich stand ich gar nicht dahinter. Es war dann für mich auch besonders schwierig, als unsere eigenen Kinder in das Alter kamen und ich dann auch, ja, auf der einen Seite soll ich die Eltern überzeugen und wie stehe ich dann selber da, durch meine Kinder, meine eigenen Kinder auch 3 Jahre und länger zur Armee schicken oder sie gehen lassen. Also das war sehr schwer, aber zum Glück kam dann rechtzeitig die Wende. Was würden Sie der heutigen Jugend mit auf den Weg geben? Dass sie achtsam ist, wachsam ist, dass sie aber auch nicht vergisst, was ihre Eltern, Großeltern vielleicht erlebt haben. Macht euch Gedanken und redet darüber, zu denen ihr Vertrauen habt. Nehmt nicht alles hin. Bringt euch ein in die Politik. Redet mit den Verantwortlichen. Und ja, denkt an die Zukunft und an die Vergangenheit, wie meine Frau schon sagte. Für die Zukunft, das seid ihr. Und jetzt seid ihr jung. Wie sie sind, schwarz oder weiß, man muss, jeder Mensch ist so, wie er ist und den sollte man auch so akzeptieren und dann sollte man schauen, dass man immer miteinander gut auskommt und dass man in Ruhe und Frieden miteinander lebt und nicht da immer bloß so Action miteinander macht oder so. Und ja, man sollte jeden Menschen akzeptieren, wie er ist. Wie ist für uns das Verhältnis von Wessis und Ossis heute? Ich finde das Verhältnis heute zwischen Ossis und Wessis sehr gut, weil die Hälfte aus meiner Familie kommt aus dem Osten und somit bin ich halt auch ein halber Ossi. Ja, also kaum spürbar eigentlich. Ich finde heute, man merkt es eigentlich nicht, dass jemand mal aus der DDR war oder BRD. Ja klar, der Dialekt ist manchmal anders und manchmal hat man auch andere kulturelle Verständnisse und so weiter, aber ansonsten merkt man jetzt heute nur, dass Mensch Mensch ist und gut ist. Ich kenne sie ja nicht anders, also wo soll ich den Unterschied kennen?
Nach 30 Jahren Grenzöffnung ist es für die Leute, die ein geteiltes Deutschland nicht mehr erlebt haben, schwer vorstellbar, wie alles war. Wenn wir heute über diese Zeit sprechen, denken viele an das Leid der DDR-Bürger, an die Grenze und an die kommunistische Diktatur. Wir stellen uns aber dabei die Frage, wie das Leben im Westen in der Bundesrepublik Deutschland war. Wie gingen die Menschen mit der amerikanischen Besatzung um? Wie waren die Verhältnisse und der Kontakt zwischen US Army und Bürgern in Westdeutschland? Zum Leben der Amerikaner in Point Alpha haben wir die Zeitzeugin Frau Held interviewt. Wir waren amerikanisch besetzt und da zu fragen, was habt ihr hier zu tun, was macht ihr hier, auf die Idee ist bei uns niemand gekommen. Das Thema Fulda Gap, nie gehört. Sprengstoffschächte kannten wir nicht, obwohl selbst auf dem Weg zu Point Alpha fährt man heute noch über zwei Sprengstoffschächte hinweg. Aber wir wussten nicht um diese Dinge. Militärisches Geheimnis, wir hatten keine Information. Dass das Camp mehr und mehr ausgebaut worden ist, ich meine, das war sichtbar, dass der Turm immer größer, fester wurde. Aus dem Holzturm wurde eben der Balkonturm innerhalb der Jahre. Das war sichtbar. Das ist auch nicht verschwiegen worden, wie hätten man das auch tun sollen. Aber die Funktion hier, die die Amerikaner hatten, nein. Die Amerikaner kamen, hatten Manöver um uns herum, fuhren zu Point Alpha bei uns vorbei und schon als Kind habe ich die Erfahrung machen dürfen, wenn man da an der Straße stand und Chocolate oder Chewing Gum rief, dann bekam man in Massen. Das war immer positiv. Ich weiß nicht, wie viel Ami-Kaugummis ich gegessen habe, denn in meiner Kindheit gab es hier in Deutschland keinen Kaugummi. Wir aßen die Bonbons, die es gab, ne? Das waren feste oder weiche. Nun kamen die Amerikaner mit ihrem Chewing Gum und wir wussten gar nicht, dass man das nicht schluckt darf. Ne? Alle von uns hier haben Kaugummis in Massen geschluckt, weil wir es nicht besser wussten. Um die Vergangenheit und die Teilung Deutschlands besser verstehen zu können, bietet der ehemalige Grenzstützpunkt und heutige Gedenkstätte Point Alpha, wozu auch das US-Camp der Amerikaner gehört, eine gute Grundlage zur Informationsbeschaffung. Somit wird auch das damalige Leben unserer Eltern und Großeltern in der DDR oder BRD für uns greifbar. Das US-Camp Point Alpha, der wichtigste Beobachtungsposten des Kalten Krieges, mitten in Deutschland, in unserer Heimat, diente als amerikanischer Beitrag für die Sicherheit und Demokratisierung der Bundesrepublik Deutschland. Hier haben die Amerikaner den Einmarsch des Gegners erwartet. Wie hat sich das angefühlt, Amerikaner um uns herum? Und wenn ich dann sage, es war einfach toll, ne? Zum einen diese Erfahrung, dass aus Besatzern Freunde werden. Das habe ich ja noch in meiner Familie mitbekommen. Dass meine Großmutter erzählte, die Amerikaner kamen in das Dorf und sie in Ermangelung einer weißen Fahne hat ihr Tischtuch rausgehängt, ja? Um zu zeigen, hier, Aufgabe, Kapitulation und Einverständnis. Ne? Also es war so, als Kind war das spannend, die Amerikaner um uns zu haben. Die waren freigebig, war eine tolle Zeit. Und dann kam eben der Moment, dass man 14, 15 wurde und da passten die Eltern ganz dolle auf, dass man nicht mit Amerikanern zu eng in Kontakt kam. Aber ich erkläre dann auch immer, weil man muss verstehen, Amerika war unglaublich weit weg. Niemand aus unserem Dorf hat hier in einem Flugzeug gesessen. Und jetzt festzustellen, wo geht das Kind hin? Und kommt das je wieder? Ich kann es nicht besuchen. Telefon. Wir hatten unser erstes Telefon zu Hause Anfang der 70er Jahre. Also das Kind war mehr oder weniger verloren. Also man muss einfach die Hintergründe sehen, die Eltern veranlasst haben, da es nicht zu engen Beziehungen kommen zu lassen. Und trotzdem ist es dazu gekommen. Das Leben in beiden deutschen Staaten wurde stark durch den Kalten Krieg geprägt. Auch noch bis heute. Familien und Freunde wurden auseinandergerissen. Es entstanden zwei Welten. Viele Leute im Grenzgebiet fühlen sich nah zu den Menschen im anderen Teil Deutschlands. Man konnte die Dörfer sehen und die Kirchglocken hören. Doch in der Realität waren die Menschen nicht erreichbar.
Bis März 91, da gab es die Last Border Patrol und da ist man abgezogen. Das wird übrigens von den Amerikanern heute immer noch gefeiert. Jedes Jahr hier an der amerikanischen Flagge und da kommen amerikanische Studenten, die Armee und feiert nochmal diesen Last Border Patrol. Aber auch nach 30 Jahren Grenzöffnung ist der Riss, der einmal durch Deutschland ging, noch nicht verschwunden. Aber am wichtigsten ist, dass Deutschland heute eine Einheit darstellt. Ohne West und Ost, ohne zerrissene Familien und vor allem ohne Sperrgebiete und tödliche Grenzanlagen. Meine ersten Erfahrungen mit Amerikanern, die ich absolut positiv abgespeichert habe, ist eine Situation in unserem Dorflädchen. Ich wollte einkaufen, ich war einkaufen geschickt worden von meinen Eltern und da waren zwei Amerikaner, die da an dem Kuchenstand standen und die Verkäuferin fragten, ob die Kuchenstücke da alle gleich viel kosten würden. Sprachen natürlich Englisch und ich hatte ab dem fünften Schuljahr Englisch in der Schule und ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Ich konnte die verstehen, weil Englisch war bis dahin für mich so tot wie Latein. Niemand sprach Englisch, wir hatten ja keine Computer, keine Gebrauchsanweisung, nichts in Englisch. Und ich verstand diese beiden GIs, die da bei uns in dem Dorflädchen standen. Ich brauchte eine ganze Weile, um das realisieren zu können und konnte dann übersetzen. Das war so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, das, was du da in der Schule lernst, das solltest du schon mal dranbleiben, kann man gebrauchen. Ne? Und die GIs waren natürlich mehr als dankbar und ich bekam auch ein Stückchen. Komm, wir machen rüber. Michael, er ist 17 Jahre alt, Einzelkind, der Vater fehlt, er ist vermutlich geflüchtet, er hat die Schule nach 9 Jahren abgebrochen und ist danach in eine Lehre gegangen. Stefan, er ist 18,5 Jahre alt, er hat eine kleine Schwester und seine Eltern verhalten sich wie Musterbürger, wodurch es oftmals zu Konflikten kommt. Er ist mit der Schule fertig und ist in der Lehre für Facharbeiter in der Meliorationstechnik. Erik, er ist 17 Jahre alt, er hat eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Die Eltern sind sehr überfürsorglich bei ihm und seinen kleinen Geschwistern. Die Schule läuft gut, er will sein Abitur machen und danach Maschinenbau studieren. Thomas, Alter unbekannt, zwischen 16 und 18 Jahren alt. Familienstand unbekannt, familiärer Hintergrund auch unbekannt, er ist sehr engagiert. Die Freunde trafen sich üblicherweise wieder am Abend. Und deshalb konnte ich heute pünktlich kommen, also früher als sonst. Ist doch schön. Ja, das ist doch wirklich erfreulich. Also hat dich deine Schwester mal wieder nicht bemuttert? Nee, heute zumindest nicht. Na okay. Na gut, du hast ja auch noch deinen kleinen Bruder an der Backe, aber auf den musst du ja zum Glück nicht aufpassen. Nee, das stimmt. Ja, dann war das Wochenende doch wirklich schön für dich. Deutlich besser als sonst zumindest. Die Situation hat sich nicht wirklich geändert. In der Lehre bin ich immer noch so ein bisschen genervt. Ja. Der Meister macht immer noch einfach so Kontrollen. Es ist so, wir sollen immer noch den Plan erfüllen und dann ist es einfach, wir haben nicht genug Material. Es ist einfach, ist auch, weißt du, die erwarten Dinge von uns, die wir einfach nicht erfüllen können. Das Problem ist, damit ich zum Studium kommen kann, muss ich erstmal zur Armee. Und ich will nicht 3 Jahre zur Armee, da hau ich lieber ab. 3 Jahre, na gut. Gleich dabei. Da wäre es schön am besten zu studieren, ne? Gut. Eindeutig. Ja. Mhm. Wenn wir da mal rüber könnten, du. Ja. Du musst schon wieder los, oder was? Ich muss mal zu Hause sein. Warum das denn? Ciao. Aus Reinig. Mensch, aus rein. Wir sehen uns. Pass auf, dass deine Schwester dich nicht sorgt. Ja, lass dich nicht zu sehr unterkriegen.
Ich muss jetzt zur Wahl, ne? Du musst zur Wahl. Ach stimmt, die Wahl steht wieder an. Da hast du ja viele Auswahlmöglichkeiten. Ja, ganz große Auswahlmöglichkeiten. Um Gottes Willen, das wird sich auch nicht bessern. Selbst wenn ich nicht hingehe, ich muss ja hin, sonst schleppen sie mich dahin. Na gut, dann mach's gut, ne? Du auch. Wir sehen uns. Oh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und so reifte die Idee, zu fliehen. Als Erik nach Hause ging, traf er Thomas, welcher die drei suchte. Mensch, wo seid ihr denn gewesen? Ich weiß nicht, irgendwo da hinten. Ich muss los. Ich muss nach Hause. Ja, und wo sind die anderen? Da hinten irgendwo. Ich habe wirklich keine Zeit. Gut, wiedersehen. Beim nächsten Treffen, ein paar Tage später, besprechen die drei sich noch einmal. Erik kommt wie immer zu spät. So, jetzt endgültig ist reicht. Wir gehen. Wir gehen? Jo. Okay. Ich hab auch die Nase voll, ey. Auf Arbeit, das ist immer dieselbe Scheiße. Ganz ja, ehrlich. Immer dasselbe. Es wird was erwartet, das kannst du nicht erfüllen. Und zu Hause, der Stress wird auch nicht besser. Ja, Erik kommt auch, oder? Ja, ich hoffe, der will zwar hier studieren, aber ich glaube, das mit der 3 Jahre AB, das ist hier zu viel. Das macht er. Ich hoffe es. Da kommt er. Erik, was geht? Guten Tag. Alles fit? Geht. Ach Mensch. Ja. Du auch endgültig. Ja, eindeutig. Du kommst mit? Ja. Okay, perfekt. Gut, wir müssen aber einen Plan machen, ja? Jo. Ich kann keine Fotos besorgen. Ich glaube, wir haben zu Hause noch welche. Das ist gut. Okay. Jetzt müssen wir noch Auskundschaften. Ja, wir haben noch so eine Karte hier von der Umgebung, die kann ich besorgen von zu Hause. Gut, wie gesagt, wir müssen nochmal einen Plan machen, wo wir gucken, wie wir rüberkommen. Jo. Aber zu klarem Wort, ich habe letztens noch Thomas getroffen, als wir uns beim letzten Mal getroffen hatten. Und der hat mich gefragt, wo wir sind, und der war so ein bisschen komisch drauf. Ich glaube, der schnüffelt ein bisschen rum, ne? Ah, der ist ein bisschen komisch drauf, aber ja. Wie gesagt, kein Wort zu keinem, wir können nur uns vertrauen, alles klar. Gut, da steht der Plan. So fingen sie an zu planen, sprachen aber mit niemandem darüber. Michael pauste einen Teil der Grenze aus einem seiner alten Schulatlanten ab, während Erik zu Hause Bilder der Grenze und des Zaunes fand, als er kurz alleine war. Die Fluchtpläne wurden immer konkreter und sie trafen sich, um die Grenzgegend zu erkunden. Aber... Erik ist schon wieder zu spät. Ja, du hast recht. Hast du alles? Ja, alles da. Erik! Ja, wir wollten uns hier treffen. Wegen was denn? Meine Schwester hat Geburtstag. Wollten wir feiern. Hatte die nicht gerade? Ja, aber wir planen die Feier. Wir haben noch nicht gefeiert gehabt. Ach so, gut. Ja, aber Erik sollte bestimmt auch gleich kommen. Wir warten hier nur. Also, nicht wirklich interessant. Wer weiß, vielleicht sehe ich ihn. Dann schicke ich ihn zu euch. Jo, na dann. Viel Spaß. Man sieht sich. Schönen Tag noch. Tag noch. Sie waren froh, dass sie Thomas abschütteln konnten und warteten weiterhin auf Erik. Wieder sehr neugierig heute. Ja, hast recht, aber der kam mir ja so oder so ein bisschen nach dem Rumschnüffeln vor, ne? Ja. Erik! Ach, Erik, hast du es auch geschafft? Hi. Was hast denn du da? Wir haben ein Paket bekommen, deswegen bin ich jetzt auch zu spät. Ach, verwöhnt. Ja, aber sehr verwöhnt wieder. Ich habe für jeden eine Banane zu mir. Ah, so gehört sich das. Das Danke. Ist doch schön. Hast du? Ich hab. Hast du? Immer doch. Perfekt, dann wollen wir los? Ja. Okay. So machten sie sich auf den Weg, die Gegend auszukundschaften. Ja, hallo, ich bin's. Ich habe interessante Neuigkeiten. Ja. Ja. Auf dem Weg verglichen sie ihre Karte mit der Umgebung. Während sich Michael, Stefan und Erik der Grenze näherten, fühlten sie sich immer mehr beobachtet und begaben sich bald in Richtung Wald. Ja, hallo, ich bin's wieder. Ja. Ja, gibt interessante Neuigkeiten. Ja. Ja. Sie waren mittlerweile in Sichtweite eines Wachturms und hatten Angst, dass ihnen jemand folgt oder sie sieht, weshalb sie sich im Wald hinsetzten, um in Ruhe und unauffällig zu besprechen, wo sie über die Zäune fliehen wollten. Aber währenddessen wurde Erik immer nervöser und hatte immer mehr Bedenken. Da vorne ist der Turm. Ja, ja. Da müssen wir jetzt überlegen, ob wir hier
Das ist ja der Turm in der Mitte, ob wir jetzt links oder rechts zwischen einem der beiden hindurchgehen. Ich würde wenn rechts, da ist mehr Wald. Wir wollen rechts gehen? Okay. Dann bleibt jetzt nur noch die Frage wegen dem Zaun, weil der ist bestimmt größer als 4 Meter. Ja, guck mal. Ja. Aber hier, guck mal, glaubst du, wir kommen da mit den Fingern zwischen? Die Maschen sehen gut aus. Schaffen wir. Okay, pass auf. Und außerdem, aber wir haben hier noch diese Abstufung. Vielleicht kommen wir da mit den Schuhen drauf. Ich weiß nicht. Psch. Habt ihr das gehört? Hier ist nichts weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Natürlich schaffen wir das. Mach dir keine Sorgen. Natürlich. Wir sind alle kräftige Bursche. Kein Problem. Nicht das war von. Wir müssen auch an uns glauben. Wir kriegen das hin. Selbstvertrauen ist wichtig. Das Glück. Die drei beschlossen, ihren Punkt zu verlassen, denn sie fühlten sich weiterhin beobachtet. Die Anspannung war deutlich zu spüren und sie redeten nur noch sehr leise oder flüsterten. Erik wirkte jedoch immer ängstlicher und unsicherer. Erik, hör auf zu bummeln! Komm ran! Was dauert denn so lange? Was ist das? Das ist Stacheldraht. Ja. Ja, was willst du damit? Wenn da der ganze Zaun voll ist, ich habe Angst, dass wir das nicht schaffen. Aber da kannst du doch zwischengreifen, das ist doch kein Problem. Selbst wenn, gibt's Handschuhe. Ich habe Angst, dass wir da erwischt werden. Nein! Das schaffen wir. Wenn wir das nicht schaffen, das geht. Wird das gar nichts mehr. Schaffen wir locker. Aber das ist nur oben drauf, das ist eine kleine Schicht. Nee. Du willst abhauen? Ja. Ach komm. Ernsthaft? Ja. Überleg's dir nochmal. Samstag, 8:30, da gehen wir los. Okay. Na gut. Der Samstag war nicht mehr weit, jedoch ließ Erik die beiden im Unklaren, ob er nun mitkommen würde. Was macht ihr denn da? Selbst vor so einem geschichtsträchtigen Ort. Das ist doch ein schöner Hintergrund. Ja, wisst ihr denn überhaupt, wie viele Schicksale sich hier entschieden haben? Na, wir hatten das im Geschichtsunterricht schon dran, aber viel wissen wir jetzt nicht. Ja, das wäre doch ganz einfach. Wir müssen mal zusammensetzen und darüber reden, dass ich mal was erzählen kann. Das wäre cool. Ja, super, können wir uns verabreden. Alles klar? Machen wir so. Schön.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Robert Ritz, bin 1952 geboren und bin in der DDR praktisch groß geworden. Ja gut, wir waren Jugendliche gewesen, Kinder, wir haben da schon hartnah erlebt. Wir konnten ja nicht mehr dahin, wo wir sonst hin wollten, wo wir gespielt haben. Es wurde uns dann eigentlich dadurch abgeschnitten. Ja, ganz einfach so, wenn wir das Beispiel Oma nennen, die konnte dann von Rastorf noch vor 60 noch rübergehen und nach 60 war das auf einmal Schluss. Dann hat die oben gestanden und hat nach Geisa geguckt und konnte nicht nach Hause und die anderen konnten eben nicht zu ihr. Da war auf einmal ein Band zerschnitten. Aus meinem Schulkreis sind allein 5 Leute abgehauen in 67, 68. Wir haben noch zusammen Silvester gefeiert. Und am anderen Tag waren sie abgehauen, also war ich mit involviert, wusste davon. Bin ich mitgegangen, weil mein Bruder schon 62 schon abgehauen ist. Also wollte auch die Eltern nicht alleine lassen. In der Schule war das so, die wurden an Pranger gestellt, die wurden öffentlich hingestellt als Verräter. Das war schon schlimm gewesen. Ab 68 wurde ja mein Bruder in Rostock verhaftet. Er ist zur See gefahren und ist dort in Kontrolle gekommen. Und dadurch, dass er Republikflüchtiger war, stand er auf der Fahndungsliste. Und haben sie ihn in Rostock verhaftet und haben hier in Untermaßfeld 8 Monate eingesperrt. Da habe ich seine ganzen Sachen gekriegt. Heißt von Klamotten, Tonbandgerät, alles, was im Westen in war, hatte ich auf einmal. Ja. Und haben sie uns die Bänder, die wir hatten, die haben sie eingeschickt, haben wir weggenommen gekriegt, sind eingeschickt, sind gelöscht worden und haben sie gelöscht wieder gekriegt, weil da Beatmusik drauf war, die zu der Zeit eben bei uns verpönt war und wir nicht hören durften. Außerdem musste ich mir 2-mal die Haare schneiden lassen, um an der Schule weiter zu bleiben, was heute ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Es war ein begrenzter Raum, war das gewesen für uns. Dadurch, dass wir auch vieles andere nicht kannten, muss man unter der Voraussetzung sagen, war das eben so. Haben wir uns mit abgefunden. Eingeschränkt waren wir schon. Die Frage der Mitgliedschaft in der SED kam für uns, also im Familienkreis, ja gar nicht in Frage. Stand gar nicht zur Debatte. Die Kirche war ja zu DDR-Zeiten so ein bisschen, sagen wir mal, ein Gegenpol zum Staat gewesen. Und das hat man auch sehr gemerkt, wenn jetzt von Leichnam war oder sonst was, wenn Prozessionen waren, da wurde eben in den Gebieten, wo eben Parteigenossen gewohnt haben oder was, da wurde eben lauter gesungen als wie sonst. Das war eine reine Protest auch gewesen. Bündenrede. Bevor ich Prinz in Geisa gemacht habe, habe ich mit meinem Freund Leopold Kiel, haben wir immer so ein Duo gemacht, Vater und Sohn, also Frage- und Antwortspiel. Und da hatten wir die Bündenrede, mussten wir einreichen und da wurden uns einige Passagen aus der Bündenrede rausgestrichen. Und wie wir dann auf der Bühne standen, sagt mein Freund mir, wir gehen nicht hin. Ich sage, doch, machen wir doch. Haben wir einfach gesagt, gestrichen. Und das ist besser angekommen, als wir, wenn wir das, war bloß über Gorbatschow was gewesen, über Wodka Gorbatschow, also gar nichts, was irgendwie weltbewegend gewesen wäre. Also kann man schon mal die Idiotie sehen, die da geherrscht hat. Wenn der hier bei uns in der Stadt Geisa wird, hat sich dann ja meistens alles im Familienkreis und im Freundeskreis abgespielt. In der Öffentlichkeit konnte sie sich ja eigentlich nicht äußern, weil da immer gedacht hat, es sitzt einer neben dir, der was hört. Vom Elternhaus her warst du gewarnt. Wir sind praktisch als Kinder zur Lüge erzogen worden. Wo meine Tochter geboren ist, die Alex, ist am 17. Juni geboren. Ja. Da mussten wir am anderen Tag zur Staatssicherheit, weil wir die Nacht im Brunnen gebadet haben. Also das sind alles so Geschichten, die im normalen Leben heutzutage gar nicht mehr vorkommen würden. Der erste Weg, wenn wir rübergegangen sind, war ja wirklich der Blick wieder hier rüber. Das war schon bedrückend, weil du wusstest ja nie, ob du nächstes Jahr wieder hinkommst oder ob sie dich wieder reinlassen oder sonst was. Das war schon nicht so einfach gewesen. Das waren schon aufregende Zeiten. Die Überfülle auf einmal gesehen, da ist es so einem überkommen, das war schon schlimm gewesen. Ganz einfach, das Gras war ganz einfach grüner gewesen wie bei uns. Das war so, leider.
Das war schon sehr emotional. So, jetzt sind wir wieder zurück an dem Punkt, wo wir uns getroffen haben. Es ist wirklich sehr erstaunlich, was hier alles passiert ist. Und hätten wir das alles gewusst, hätten wir das nicht gemacht, ein Bild hier zu schießen. Ihr habt ja gesehen, wir sind nur ein kleines Körnchen auf dieser Erde und der Zusammenhalt unter den Menschen ist wichtig. Und das kann man hier sehen, dass sowas nie wieder passieren darf. Und ihr seid jung, ihr könnt dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert. Ja. In Ordnung. Wir leisten unseren Beitrag. Okay, dann vielen Dank. Lass uns gehen. Also krass, was er alles uns erzählt hat und auch was in seiner Kindheit los war, dass er nirgendwo hinlaufen konnte und sowas. Auch im Vergleich zu heute, ich denke mal, du hast genauso wie ich 5 Paar Jeans im Schrank und er damals, da war es ein Highlight, wenn man gerade mal eine hatte. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Heutzutage stellt es auch überhaupt kein Problem mehr dar, jegliche Konsumgüter zu erhalten. Zum Beispiel, ich kann einfach in den Supermarkt gehen und mir exotische Früchte kaufen. Das ging damals überhaupt nicht und ich finde das auch sehr beeindruckend, dass wir da überhaupt keine Einschränkungen mehr haben. Oder auch in Bezug auf seine Meinung etc. Also heutzutage, ich kann egal wo meine Meinung frei äußern, sie wird akzeptiert und ich brauche keine Angst vor jeglichen Konsequenzen haben. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin auch sehr politisch interessiert und ich kann überall meine Meinung veröffentlichen und meine politische Einstellung, egal ob im Internet oder im Fernsehen. Und das war damals auch nicht so. Herr Ritz hat uns ja auch erzählt, wie emotional dieser Ort eigentlich ist und dass wir darüber viel mehr nachdenken sollten, was hier alles passiert ist und wie viele Menschen umgekommen sind. Ja, es war ja ein richtiger Todesstreifen und wenn man mal jetzt hier runterschaut, wir können ohne Probleme mühelos über die ehemalige Grenze laufen, ohne uns Gedanken machen zu müssen, genau dort, wo damals so viele Menschen gestorben sind bei Fluchtversuchen etc. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Was? Das ist das Märchen, worüber alles so einen Aufriss machen. Nee, also schau dir das mal bitte an. Verschiedene Grenzsicherungsanlagen sorgen dafür, dass niemand von Ost nach West kommt. Das ist doch irre. Siehst du da hinten das Feld? Da durftest du damals gar nicht hin, weil das Sperrgebiet war. Ach, und warum durfte man da nicht hin? Naja, also es war so, es gab eine 5 Kilometer Sicherheitszone vor der Mauer und du wurdest damals kontrolliert und durftest nur mit Passierschein durch. Das ist echt dämlich. Halt! Sperrgebiet! Ausweis! Schon ein ganz schön großes Gelände hier. Aber für was denn eigentlich diese scheiß Steinplatten, auf denen wir die ganze Zeit laufen? Naja, ein großes Gelände, das ist doch eigentlich auch nur ein ganz kleiner Teil der 1400 Kilometer langen Mauer. Und die Steinplatten sind dafür, naja, das sind früher die Trabis lang gefahren, zur Grenzsicherung. Was
Soldat Ehrenberg, Meldung machen. Abschnitt 27, keine besonderen Ereignisse. Weitermachen. Mensch, was ist das eigentlich für ein Stück Wäscheleine? Naja, hier waren scharf gemachte Hunde, die hier an der Leine liefen. Und dazu kam noch, dass eine Zeit lang auch noch Selbstschussanlagen installiert wurden. Und das nur zur Grenzsicherung. Überleg dir das mal. Eieiei. Boah, und warum stehst du in den ganzen Anlagen hier auch noch so ein Wachturm? Naja, weil du auf den Wachtürmen, die teilweise bis zu 11 Meter hoch waren, alles gesehen hast. Und du konntest sehen, ob jemand aus der DDR flieht. Und naja, diese Wachtürme waren auch die zentrale Meldeanlage in so einem Grenzschutzgebiet. Und davon gab es 900 Stück an der innerdeutschen Grenze. 900? Ja. Grenzüberschreitung, Abschnitt 28. Ich wiederhole, Grenzüberschreitung, Abschnitt 28. Sag mal, wie war denn eigentlich das Verhältnis von den Ost- und Westsoldaten? Naja, die Grenzsoldaten hatten eigentlich sehr hohen Druck, weil sie durften nicht miteinander reden und sie durften sich nicht mal anschauen. Und aber da es auch nur Menschen sind, haben sie sich beispielsweise zu Weihnachten auch Grüße geschickt. Ja. Mensch, das ist echt unvorstellbar. Und dann gab es auch noch Sichtstreifen und Fahrzeuggräben und eigentlich vieles mehr. Mensch, das wäre ja doch nicht so ein Mäuerchen. 1400 Kilometer lang, top gesichert. Und die Grenzsoldaten durften nicht mal miteinander reden. Einfach unvorstellbar. Naja, bis denn, Antenne. Und Servus. Im Rahmen einer Projektwoche haben wir uns mit dem Thema Alltag an der Grenze beschäftigt. Wir, das sind Emma, Sarah und Saskia. Fast 3 Stunden Rohmaterial entstanden bei unseren Zeitzeugengesprächen. Diese umfassen Ursula Apel aus Teistungen, Stefan Koch und Lothar Heinze aus Duderstadt, Konstanze Erben aus Nordhausen, Brunhilde Hess, die in der 500-Meter-Sperrzone lebte, und Ludwig Dorniden, der 1961 aus Böseckendorf flüchtete. Gefesselt von ihren Geschichten hörten wir gespannt und voller Emotionen zu, was sie zu erzählen hatten. Sie berichteten von ihrer Kindheit, welche Rolle die Grenze für sie spielte, von dem unfassbaren Moment des Mauerfalls, der Wiedervereinigung und einige von ihrer ersten Begegnung mit dem Westen. Das alles schnitten wir zu einer Zeitzeugencollage zusammen. Die ersten Gedanken zur ehemaligen Grenze waren für uns am Anfang besonders wichtig. Grenzzaun, Sperrgebietszaun, hier in ein bisschen eingeschlossen sein, keine Besuche empfangen, immer nur unter sich. Gefährlich. War gefährlich. Zaun. Zaun, Einengung. Dass viele Dinge nicht machbar waren. Die Grenze war ein Fakt. Aber man ist ja mit der Situation aufgewachsen, groß geworden und da war vieles einfach auch normal. Wir hatten in der Grundschule in Böseckendorf einen Klassenraum und in diesem Klassenraum waren ja 3 bis 4 Klassen gleichzeitig. Denn wir waren ja, obwohl es hier doch sehr religiös geprägt war, im Eichsfeld doch auch ziemlich gemischt in den Schulklassen. Im Schulalltag selber habe ich von der Grenze so gar nicht viel mitbekommen. Bis zu meinem
neunten Schuljahr, als es dann hieß, Praktikum machen. Und ich habe ein zweiwöchiges Praktikum beim Bundesgrenzschutz hier am Standort Duderstadt gemacht. Für die war eben die sozialistische Erziehung das A und O. Und wir mussten das dann eben mitmachen. Man sollte Pionier werden, denn die Lehrer hatten ja die oberste Priorität, aus den Kindern sozialistische Persönlichkeiten zu machen. Aber das war im Eichsfeld nicht so ganz einfach, weil die Eltern andere Maßstäbe gesetzt haben. Obwohl meine Eltern zu dieser Pionierorganisation kritisch gestanden haben, haben sie trotzdem für mich beschlossen, dass ich dieser Organisation beitrete. Wir kommen ja nun auch aus einem bisschen konservativen Ort und sind diesen Organisationen fremdgelegen. Ich hatte kein blaues Halstuch, aber trotzdem durften wir indirekt an den, Zusammenkünften auch mit teilnehmen. Ich weiß, dass wir das nicht ernst genommen haben. Weil die Eltern auch sagten, nein, das hat noch Zeit, das musst du nicht gleich machen, lerne erst mal lesen, schreiben, kannst du immer noch Pionier werden. Es hat aber auch niemand davon abgehalten, weiter in die Kirche zu gehen. Da war um 11 Schluss. Also immer Schluss. Da gab es, außer es war Tanz. In der, zur Kirmes oder was, oder Karnevalszeit, dann ging das, dass man um 6 schon auf dem Saal saß, um einen Platz zu haben, und um 12 war Schluss. Weil das so dicht bei der Grenze lag, waren oft da von der Grenzkompanie wer da, und wenn da Offiziere da waren, haben gesagt, ach, wir verlängern das um 1-2 Stunden, dann ging das. Im Hinterland, die Bürger, die haben das teilweise überhaupt nicht gewusst. Die wussten das mit dem Passierschein nicht. Also unser jüngster Sohn, der hatte meine Freundin kennengelernt im Urlaub. Und irgendwann kam abends um 6 der Anruf hier von der Grenzkontrollstelle im Ferner. Hier steht ein Mädchen und will zu Sascha Hess. Sascha ist mitgefahren und die haben das Mädchen in Worbes irgendwo untergebracht bei Bekannten. Die wussten das gar nicht, dass Sperrzone ist. Die kamen angefahren und haben gedacht, nein. Also im Sperrgebiet durfte sich kein Westbesuch aufhalten. Man hatte sich hier eingerichtet, arrangiert mit dem ganzen System. Man war hier zu Hause und es war einfach zu riskant, so etwas zu probieren, ob jetzt offiziell über Ausreiseantrag oder inoffiziell hier über die Grenze. Bevor sie uns jetzt irgendwie den Strick noch enger drehen, also mir ging es jedenfalls so, da habe ich gesagt, dann wechsle ich. Und da habe ich mir das auch relativ einfach vorgestellt. Auch wenn du rüber gehst, gehst du wieder zu den Verwandten, wie es in den ganzen Jahren zuvor war. So ist es dann auch, hat sich die Entscheidung geformt, gereift, und dann kam der Punkt, wo ich dann gegangen bin. Nie mehr ein Zurück. Damals konnte man ja nicht denken, dass irgendwann mal wieder die Grenzen aufgemacht werden. Das ist halt der 9. November direkt am Brandenburger Tor. Also das war eine unvergessliche Nacht, das muss man ganz klar sagen. In dem Moment änderte sich für mich eigentlich das ganze Leben. Zu Hause, wir haben es verschlafen. Als die Mauer gefallen ist, saß ich abends bei mir zu Hause auf dem Sofa. Und da konnte ich mir aber gar noch kein richtiges Bild machen, wie das alles passieren sollte. Der Straßenverkehr ist komplett zusammengebrochen. Also es war die ersten 3, 4, 5 Tage war in Berlin Ausnahmezustand. Das war ja noch nicht sicher, dass die Grenze aufblieb. Sie war zwar offen, aber ich weiß nicht, wie lange die offen bleibt. Also wir sind jetzt wirklich ein Deutschland, und das, was heißt ein Deutschland? Das ist noch ein langer Weg. Ist heute noch. Teilweise, dass wir noch ein Stück brauchen. Die für mich doch überraschende Grenzöffnung. Man hat sich das zwar gewünscht, dass das für immer aufbleibt, aber daran geglaubt haben wir nicht. Man hat das nicht glauben können, weil sich doch beide deutsche Staaten so unterschiedlich entwickelt und eigentlich so weit voneinander entfernt hatten. In jeder Beziehung eigentlich. Viele Dinge hätte man sich anders gewünscht, dass sie anders abgelaufen wären. Bei allen Problemen, die gab es immer. Es gab Kriege, es gab viel, viel schwerere Zeiten, ärmere Zeiten, traurigere Zeiten, als wir sie dann durch die Wiedervereinigung erlebt haben. Und deshalb möchte ich nie wieder in das alte System zurück. Es ist sauberer, das Gras ist grüner. Man hatte auch wirklich den Eindruck, dass das alles besser aussah. Die Straßen waren schon aufgeräumter, es war anders. Und dieser Laden war einfach überfüllt mit Lebensmitteln, die ich bis dahin nicht kannte. Der Einkaufskorb war voll
Und an der Kasse habe ich das dann emotional nicht mehr ausgehalten und bin dann in Tränen ausgebrochen. Ich hatte jetzt schon die Taschen voller Westgeld. Verwandten sind mit mir in ein großes Kaufhaus nach ein paar Tagen. Ja, ach, such dir da mal irgendwas aus. Ich bin dann ins Kaufhaus rein. Das hat mich erschlagen. Das, was da alles, dann habe ich gesagt, wer kauft das denn alles? Ich habe dann, muss ich gestehen, die Panik gekriegt und bin dann auf der Stelle wieder rausgelaufen. Im Sommer 89. Der Westen. Als ich wiederkam, hat mein Mann gesagt, erzähl mal was vom Westen. Ah, habe ich gesagt, die haben in Duderstadt schöne rote Ziegen. Da hat er gesagt, was ist denn das für Quatsch? Ich möchte ein bisschen Westen nach Hause mir holen. 30 Jahre. Man kann es nicht glauben.